Voldemorts Horcruxe gerankt, von dem meiner Meinung nach schlechtesten bis zum besten Horcrux. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Lord Voldemort und seine Horcruxe sprechen. Schon in jungen Jahren war Tom Marvolo Riddle ein machthungriger junger Mann, der nicht fähig war, Empathie zu empfinden und der angetrieben war von Bosheit und Hass. Er erfuhr sehr früh in seinem Leben Ablehnung und Verlust. Riddle wusste, dass er anders war, aber er wusste nicht, was er war. Er hatte keinen Sinn für seine Identität, was ihn aber nicht davon abhielt, alle anderen Waisenkinder zu quälen. Im Laufe der Jahre machte Riddle viele Veränderungen durch. Zuerst beschäftigte er sich mit immer dunkleren Formen der Magie und beschloss später, seinen schmutzigen Muggelnamen Riddle loszuwerden. Von da an trug er einen Namen, der die Herzen der Zauberer in Angst und Schrecken versetzen sollte: Lord Voldemort. Das heutige Video befasst sich mit einer der bösartigsten magischen Erfindungen, die wir bisher kennenlernen durften: den Horcruxen. Genauer gesagt mit Voldemorts Horcruxen. Während seines Studiums in Hogwarts freundete sich Tom Riddle mit Horace Slughorn an, seinem damaligen Professor für Zaubertränke. Slughorn hatte den Ruf, Favoriten zu wählen, und Tom, der eine unvergleichliche Lernfähigkeit aufwies und eine unheimliche Fähigkeit zum Zaubern bewies, wurde einer dieser Favoriten. Ihre Beziehung führte dazu, dass Slughorn Riddle entscheidende Informationen über Horcruxe gab. Ein Horcrux ist ein Gegenstand, in den eine Hexe oder ein Zauberer einen Teil ihrer Seele eingepflanzt hat. Der Zweck der Schaffung eines Horcruxes ist es, die Unsterblichkeit zu erlangen. Hört sich meiner Meinung nach erstmal okay an, aber die wirklich finstere Komponente der Horcrux-Erschaffung ist jedoch, dass man jemanden ermorden muss, um einen Horcrux zu erschaffen bzw. seine Seele zu spalten. Es gibt nur zwei bekannte Zauberer, die einen Horcrux erschaffen haben. Der erste war Herpo der Faule und der zweite war Lord Voldemort. Und der zweite hat einige davon hergestellt. Ganze 7 Stück hat Lord Voldemort erschaffen. Im folgenden Teil werde ich die Horcruxe in einer Reihenfolge bringen, wie ich persönlich sie am effektivsten erachte. Das ist also nicht die Zeitlinie der Horcruxe, sondern meine persönliche Meinung, wie effektiv sie sind. Beginnen wir nun mit den Horcruxen und damit auch mit dem schlechtesten Horcrux meiner Meinung nach in dieser Liste. Und das ist der Pokal von Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff war eine der 4 Gründerinnen von Hogwarts und ihr Pokal, der zu ihren wertvollsten Besitztümern gehörte, wurde von Lord Voldemort in Betracht gezogen, ein Horcrux zu werden, weil er mit Hogwarts zu tun hatte. Voldemort schätzte diese Gegenstände sehr, weil sie mächtigen Hexen und Zauberern gehörten. Dieser Becher wurde unter den Nachkommen von Hufflepuff weitergegeben, bis er Hepzibah Smith erreichte. Tom Riddle tötete sie, indem er sie vergiftete und stahl den Kelch und das Medaillon von Slytherin, welches sie auch in ihrem Besitz hatte. Der Kelch wurde dann in Bellatrix Lestranges Verlies in Gringotts aufbewahrt. Der Kelch war einigermaßen gut geschützt, aber Gringotts ist wahrscheinlich nicht der beste Ort für so etwas, denn es ist irgendwie der offensichtlichste Ort, an dem man nach etwas suchen würde, was ein Horcrux gleichkommt. Als nächsten Horcrux haben wir das Diadem von Rowena Ravenclaw. Rowena Ravenclaw war natürlich eine weitere Gründerin von Hogwarts und ihre Tochter Helena war diejenige, die Voldemort manipulierte, um das Diadem zu finden. Helena gehörte zu der ersten Generation der Hogwarts-Schüler und besuchte die Schule, während ihre Mutter Rowena zusammen mit den 3 anderen Gründern an der Schule war. Doch schon in ihrer magischen Ausbildung stahl Helena das Diadem ihrer Mutter in dem Glauben, dass es sie noch mächtiger machen könnte. Immer noch im Konflikt mit ihrer Mutter starb Helena später, nachdem sie von dem blutigen Baron erstochen wurde, aber sie blieb als Geist in Hogwarts. Voldemort setzte sein Talent der Manipulation bei Helena ein, indem er sie glauben ließ, dass er ihren Schmerz verstand. Dies führte dazu, dass sie den Aufenthaltsort des Diadems an Voldemort verriet, welches in Albanien versteckt war. Um das Diadem in einen Horcrux zu verwandeln, tötete Voldemort einen ungenannten albanischen Bauern. Nachdem er diesen Horcrux geschaffen hatte, reiste Voldemort nach Hogwarts, um es im Raum der Wünsche zu verstecken. Warum also steht dieser Horcrux so weit unten auf der Liste? Nun, er hatte einfach keine großen Fähigkeiten und auch keinen großen Einfluss auf die Geschichte. Jedenfalls nicht so viel wie die anderen Horcruxe, die noch in dieser Liste folgen. Als nächstes haben wir Salazar Slytherins Medaillon. Der nächste Horcrux, den ich besprechen möchte, ist wie schon gesagt das Medaillon von Salazar Slytherin, welches zu einem Horcrux wurde, als Voldemort einen unschuldigen Muggel tötete. Das Medaillon gelang in den Umlauf der Zaubererwelt, als Merope Gaunt, also Voldemorts Mutter, das Medaillon aus Verzweiflung verkaufte.
Eine Hexe namens Hepzibah Smith hatte das Medaillon in ihrem Besitz, bis Tom Riddle sie tötete und sich das Medaillon einfach nahm. Nachdem er, wie schon gesagt, einen hilflosen Muggel getötet hatte, versteckte Voldemort das Medaillon in einer Höhle, die von dunkler Magie geschützt war, einschließlich in Feri. Das Medaillon war ein ziemliches Problem der Gruppe, also von Harry, Ron und Hermine, weil sie es so lange mit sich herumtragen mussten, weil sie nicht wussten, wie sie es zerstören konnten. Das trieb die Gruppe in Streitereien rein und sie trennten sich. Allerdings schafften sie es schließlich, das Medaillon zu zerstören. Als nächstes haben wir den Siegelring von Marvolo Gaunt. Der nächste Horcrux, den ich besprechen möchte, ist der Ring von Marvolo Gaunt. Dieser Ring war ein Erbstück der Familie Gaunt, die mütterlicherseits zu Lord Voldemort gehörte. Da Voldemort ein Waisenkind war, war er später ziemlich besessen von der Geschichte seiner Familie, was auch dazu führte, dass er nach Little Hangleton reiste und dort fand er seinen Onkel Morfin Gaunt vor. Dieser trug den Ring. Voldemort stahl daraufhin den Ring, verhexte Morfin und reiste zum Haus seines Vaters, Tom Riddle Senior, wo er ihn tötete und den Ring in einen Horcrux verwandelte. Dieser Horcrux war sehr wirkungsvoll, weil er die Geschichte von einigen Menschen beeinflusste. Als Albus Dumbledore ihn zerstörte, wurde er verflucht und obwohl er vom Avada Kedavra-Fluch von Snape getötet wurde, wäre Dumbledore sowieso später gestorben durch den Fluch, den der Ring ihm gab. Als nächsten Horcrux haben wir Tom Riddles Tagebuch. Tom Riddles Tagebuch war der erste Horcrux von Lord Voldemort und dabei auch einer der mächtigsten. Es war ein leeres Tagebuch, aber was niemand wusste war, dass dieser unscheinbare Gegenstand von Lord Voldemort in einen Horcrux verwandelt worden war, nachdem er eine Schülerin, bekannt auch als Maulende Myrte, im Jahr 1943 getötet hatte. Myrte verbrachte ihre letzten Momente damit, in die Augen des Basilisken zu starren, der aus Salazar Slytherins Kammer des Schreckens kam. Vor seinem ersten Untergang gab Voldemort das Tagebuch Lucius Malfoy zur sicheren Aufbewahrung. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Lucius das Tagebuch zurück nach Hogwarts schmuggelte, wo es Verwüstung anrichten konnte. Das Tagebuch hatte eine tiefgreifende Wirkung auf Ginny Weasley, die das Tagebuch als normales Tagebuch benutzte. Sie vertraute ihm sich an und schrieb ihre Emotionen und Gefühle rein. Das Tagebuch war effektiv, denn es ermöglichte Voldemort stärker zu werden, Ginny zu manipulieren und es hätte Harry beinahe getötet. Als nächsten Horcrux haben wir Harry Potter. Harry ist eigentlich gar kein richtiger Horcrux, wenn man so will. Aber nichtsdestotrotz lebte ein Stück von Voldemorts Seelenfragment in ihm. In meinen Augen war Harry damit der ultimative Horcrux, weil lange Zeit niemand wusste, dass Harry einer war. Damit Voldemort sterben konnte, musste auch Harry sterben. Harry entschied sich schließlich, sich für das Allgemeinwohl zu opfern, wohlwissend, dass sein Leben mit Voldemorts verbunden war. Am Ende kehrte Harry natürlich in die Welt der Lebenden zurück, denn das Einzige, was getötet wurde, war das Stück von Voldemorts Seele in ihm. Ich denke, dass Harry einer der stärksten Horcruxe von Lord Voldemort war, einfach weil niemand, nicht einmal Voldemort selber, wusste, dass ein Fragment seiner Seele in Harry war. Als nächsten Horcrux haben wir Nagini. Voldemorts treue Begleiterin und die Schlange, die einst eine Frau war, das Opfer eines bösartigen Maledictus-Fluches. Nagini und Voldemort begegneten sich zum ersten Mal in den Wäldern Albaniens, irgendwann in den 1980er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nagini leider schon ihre schlangenartige Gestalt angenommen und Voldemort versteckte sich in seinem körperlosen Zustand. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl Nagini als auch Lord Voldemort etwas verloren in der Welt. Nagini steckte in ihrer Schlangengestalt fest und stand vor einer völlig neuen Identität und Voldemort war gerade besiegt worden. Aus diesem Grund ist es nur natürlich, dass sich die beiden zusammengetan haben. Nagini trug dazu bei, dass Lord Voldemort überlebte, bevor er in seinen richtigen Körper zurückkehren konnte. Ihr Gift wurde sogar als Elixier verwendet, welches Voldemort half, sich neu zu erschaffen. Es war einer der Hauptzutaten in einem Trank, mit dem er seine Kräfte wieder aufbaute. Nagini half Voldemort auch, zahlreiche Morde zu begehen und einen Mord im Besonderen, den Mord an Bertha Jorkins. Der besiegelte nämlich ihre Verbindung mehr denn je, denn nach ihrem Tod von Bertha Jorkins wurde Nagini zu einem von Voldemorts Horcruxen. Sie war nun mehr als nur eine Gefährtin von Voldemort. Ein Fragment von Voldemorts Seele lebte in ihr. Durch ihre Kraft und ihr Ausmaß in der Vergangenheit hat sie den Platz auf der Liste meiner Meinung nach durchaus verdient. Aber was denkst du darüber? In welcher Reihenfolge hättest du die Horcruxe angeordnet und warum? Schreib es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.